Hi, ich bin die Marie. Mein Background ist, ich bin seit über 10 Jahren Pilates-, Yoga-Lehrerin und Personal-Trainerin. Ich hatte einen Moment, wo ich plötzlich wieder mehr konnte, als dass ich geglaubt habe, dass ich kann. Und ich hätte mich selber allein nicht getraut. Mega stark, mega erleichtert und stolz. Also wenn noch jemand nicht wüsste, wie dieser Kurs ist und es noch nicht kennt, würde ich ihm oder ihr sagen, dass man mit einem sehr offenen Blick reingehen sollte und bereit dazu sein muss, alte Glaubensmuster und Denkweisen abzulegen und sich dafür öffnet, anders zu denken und auch bereit dafür zu sein, ein bisschen in die Verwirrung und in die raus aus der Komfortzone zu gehen. Und wenn man das schafft, dann gewinnt man sowohl persönlich als auch beruflich so viel dazu, dass einem der Job wieder richtig viel Spaß macht. Also Anthony Lowe's Style of Teaching, wie er die Sachen rüberbringt, ist insofern besonders, als dass er einfach Raum gibt und den Rahmen dafür gibt, dass man frei sprechen kann, dass man seine Gefühle und Gedanken zu allen Themen äußern kann und dass er damit einem selbst die Möglichkeit, aber auch für alle anderen die Möglichkeit gibt, selbst in sich die Antworten auch zu finden, die man vielleicht, oder besser gesagt, man findet Antworten auf Fragen, wo man noch gar nicht die Fragen vorher wusste. Und man fühlt sich einfach gut aufgehoben. Ganz im Ernst, ich wollte es schon immer mal ausprobieren und ich habe mich irgendwie nie getraut, weil ich immer dachte, boah, die machen mega krasse Sachen und ich bin nicht so ein Fan von Plyometrics und so Impact Stuff. Obwohl ich weiß, dass ich es mehr machen muss. Auch aus meiner Trainersicht müsste ich es mehr machen, aber man hat so seine Stärken und seine Schwächen. Und mir hat es mega Spaß gemacht, das auszuprobieren. Und ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl in der Umgebung mit den Tools hier, weil ich liebe Stangen und Ringe und Gewichte und sowas. Ich habe nur noch nicht so ganz mich getraut, mich in dieses Group-Setup. Und ich habe gedacht, dass es viel mehr Peer-Pressure ist. Aber es ist es nicht. Man kann das so anpassen nach seinen Skills, wo man gerade ist. Da habe ich gedacht, man wird härter rangenommen. Aber jeder so zu seiner Kapazität, das fand ich super.